Eine Mikrobe zersetzt den Kunststoff in den Weltmeeren. Die Lösung für das große Plastikmüllproblem jetzt in Klicks zum Science Fiction. Forscher vom Kyoto Institute of Technology haben einen Mikrobenstamm entdeckt, der die biologisch nicht abbaubaren, eigentlich nicht abbaubaren Plastikabfälle wie PET zersetzen kann. Der Stamm Idionella scaniensis greift die Abfälle mit Hilfe des Enzyms PETase an und spaltet den Kunststoff in Ethylenglykol und Terephthalsäure auf. Ethylenglykol ist der einfachste zweiwertige Alkohol und Terephthalsäure ist eine in Wasser schwer, aber nicht ganz unlösliche organisch-chemische Verbindung. Zitat: Der PET-Film wurde stark beschädigt und war nach 6 Wochen bei 30 Grad fast komplett abgebaut. Die Bakterien zersetzten die PET-Oberfläche in einer Rate von 0,13 Milligramm pro Quadratzentimeter und Tag. 75% des Kohlenstoffs aus dem PET wurde zu CO2 umgesetzt, so die Forscher. Wie die Experten weiter berichteten, könne Idionella scaniensis ausschließlich vom PET leben. Entdeckt wurden die Mikroben bei der Untersuchung von PET-Abfällen und den darauf befindlichen Bakterienstämmen. Die Mikrobe könne also die Lösung eines riesigen und sehr bedrohlichen Problems sein. Die gewinnbringende Nutzung der Mikrobe ist aber noch nicht alles. Das PET wurde erst im Jahr 1941 entwickelt. Idionella scaniensis habe also eine rasante Leistung in ihrer eigenen Evolution verbracht. Innerhalb dieser kurzen Zeit solch effektive Enzyme zu entwickeln, ist nämlich sehr, sehr ungewöhnlich und ein Zeichen, dass die Wissenschaft Evolutionsprozesse zum Teil unterschätzt. Unsere eigene, also die Evolution des Menschen lässt bei dem Plastikproblem etwas zu wünschen übrig. Wir haben uns das Problem selbst geschaffen, ohne eine eigene Lösung parat zu haben. Die Menschheit produziert jedes Jahr rund 300 Millionen Tonnen Plastikabfall. Ein großer Teil des Kunststoffs gelangt in die Ozeane und 70% davon sinken dann in tiefere Wasserschichten ab. Dieser Müll enthält rund 50 Millionen Tonnen PET. Und wenn das absinkt, dann ist es nur schwer erreichbar. Mit der Zeit werden die Plastikteile immer weiter zerkleinert und verteilen sich im Wasser. So gelangt das Plastik in die Nahrungskette und Tiere nehmen die Teilchen auf. Auf 2 Teilchen Plankton kommt im Mittelmeer zum Beispiel 1 Teilchen Plastik und durch den Verzehr von Fisch oder Meeresfrüchten gelangen sie auch wieder in den menschlichen Körper. Gefährlich sind dabei unter anderem auch die Weichmacher, die im Plastik enthalten sind. Viele Weichmacher gelten als bioakkumulierend. Das bedeutet, dass sie sich in großen Mengen in Organismen ansammeln können. Mittlerweile können diese Stoffe selbst bei kleinen Kindern im Blut und im Gewebe nachgewiesen werden. Außerdem ziehen die Plastikpartikel gefährliche Chemikalien an, die ebenfalls von den Tieren aufgenommen werden. Die Nahrungskette wird somit zunehmend vergiftet und das passiert schon sehr lange in den selbstentlegensten Orten der Welt. Der Kunststoffabfall ist schon bis in die hohen Breiten der Arktis vorgedrungen. Zu dieser Erkenntnis gelangte Dr. Melanie Bergmann im Jahr 2012, als sie knapp 3000 Fotoaufnahmen auswertete, die ein ferngesteuertes Kamerasystem am Tiefsee-Observatorium des Alfred-Wegener-Instituts, dem Hausgarten in der östlichen Framstraße, gemacht hatte. Wie in den anderen europäischen Gewässern hat die AW-Meeresbiologin auf dem Seeweg zwischen Grönland und Spitzbergen hauptsächlich Kunststoffmüll gefunden, beispielsweise Plastiktüten. Selbst im Moljotief, der tiefsten Hausgartenstation und dem mit 5500 Metern tiefsten Punkt des Arktischen Ozeans, hatten die Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts schon im Jahr 1999 Kunststoffmüll gesichtet. Das Problem mit dem Plastik ist also wirklich nichts Neues. Mit den entdeckten Mikroben könnte aber eine natürliche und vielversprechende Methode entdeckt worden sein, wie man das Problem zumindest in Teilen in den Griff bekommen kann. Auch woanders gibt es ein riesiges Müllproblem im Weltall rund um die Erde und dieser Müll bedroht die Raumfahrt. Sehr spannendes Video dafür einfach. Hier klicken. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal kostenlos, dafür einfach hier klicken. Und wie seht ihr das? Haltet ihr es für effektiver, zum Beispiel beim Einkaufen auf eine Plastiktüte zu verzichten und anstattdessen zu einer Leinentasche zu greifen? Oder glaubt ihr an die Arbeit der Mikroben? Lasst es uns in den Kommentaren diskutieren. Und ansonsten, bis dann. Bleibt dran.